willkommen zum Promotion-Welt-Podcast. Wie geht's jetzt weiter? Vor 4 Jahren stand die damals 18-jährige Clarissa Wolf genau vor dieser Frage. Sie hatte gerade ihre Kochlehre geschmissen und hatte keine Antwort. Und heute, mit 22, schaut sie auf 4 Jahre Berufserfahrung als Promoterin zurück. Also im Endeffekt arbeite ich in der Öffentlichkeitsarbeit für die DRF Luftrettung und dazu gekommen bin ich ganz leicht eigentlich über eine Anzeige auf Facebook. Da konntest du einfach deine Daten angeben und dann haben sie sich halt bei mir gemeldet und haben gesagt, ja, du kannst eigentlich sofort zu uns kommen. Ja. Die Anzeige war von Promotion Welt und zu wem sie gekommen war, das war Marc Ganzhorn. Der hat als selbstständiger Teamleiter öfter mit jungen Menschen zu tun, die sich erst noch ein Stück weit finden müssen. So, mein Team ist immer so zwischen 8 und 10 Mitarbeiter derzeit, aufgrund Corona halt ein bisschen kleiner geworden. Ziemlich viele junge Leute, die bundesweit herkommen, einfach mal was Neues kennenlernen wollen, neue Erfahrungen sammeln und haben sich dann halt entschlossen, irgendwas Soziales zu tun und da sind sie bei uns ganz gut aufgehoben. Warum? Nun, Promotion Welt macht Öffentlichkeitsarbeit für Hilfsorganisationen. Clarissa etwa macht an Infoständen die Arbeit der Luftretter bekannt und wirbt um Unterstützung. Dass sie diesen Job jetzt schon relativ lange macht, überrascht keinen mehr als sie. Denn Verlässlichkeit war bis dahin nicht unbedingt ihre Spezialdisziplin. Also das sagen nicht wir, das sagt sie selbst. Da ich damals halt nicht so der durchhaltevermögende Mensch war, dachte ich mir, ich mach halt zwischendurch krank und hol mir so einen gelben Schein. Und das habe ich diesmal nicht gemacht, also bei diesem Job, weil es einfach mehr Spaß macht. Das ist mehr mein Job, sage ich mal so. Öffentlichkeitsarbeit bei Promotion Welt bedeutet in erster Linie Menschen ansprechen, sich mit ihnen unterhalten und sie idealerweise davon zu überzeugen, dass die Hilfsorganisation Unterstützung verdient. Neben Informationen und Argumenten kommt es da insbesondere auf die Persönlichkeit des Promoters an. Ich denke schon, dass ich da so gut was mit auf den Weg geben kann. Das familiäre Denken zum Beispiel, was sie vielleicht von zu Hause aus nicht mitbekommen haben. Eigenmotivation und Selbstbewusstsein und dass man aufeinander doch ein Stück weit angewiesen ist. Dass Egoismus im Leben nicht viel wert ist, sondern geteiltes Leid halbes Leid ist. Und solche Sachen lernt man da halt sehr schnell kennen. In der Öffentlichkeit Menschen anzusprechen, das war auch für Clarissa eine Hürde, die sie erstmal nehmen musste. Aber das fiel ihr leichter als gedacht. Ich bin eigentlich nicht so der Mensch, der viel Kontakt mit Menschen mag, aber so dieses Werbemäßige, das spricht mir voll zu, ich weiß auch nicht warum. Normalerweise liegt das Einsatzgebiet vom Team Ganzhorn in Baden-Württemberg. Aber zur Zeit des Interviews war Clarissa mit Kolleginnen und Kollegen in Büsum an der Nordsee. Was mich an die Nordsee verschlagen hat, im Endeffekt kam Marc, also mein Chef, auf mich zu und meinte so, ja, hast du nicht mal Lust, 2 Wochen lang an der Nordsee zu arbeiten? Und dann habe ich gesagt, ja klar, warum nicht, können wir gerne machen. Und die Leute sind um einiges entspannter hier oben, auch einfach, weil es viele Touristen sind und die ja einfach viel Zeit haben und nicht in diesem Alltagstrott sind. Marc organisiert diesen Nordsee-Einsatz für sein Team regelmäßig, auch wegen der besonderen Atmosphäre. Eine Klassenfahrt mit Arbeit. Wir gehen morgens arbeiten, abends natürlich wieder nach Hause, aber verbringen dann halt die Freizeit gemeinsam, gehen essen, irgendwelche Unternehmungen machen oder wie auch immer. Man gibt ja auch gerne ein Stück weit zurück, was man selber bekommt. Und da kann man sagen, was man will. Wie gut oder wie schlecht ein Team zusammenhält, das liegt zu einem guten Stück nun mal auch am Chef. Der Vorteil hier ist halt einfach, du hast nicht nur einen Chef, sondern wenn du ihn länger kennst, hast du halt auch einen echt guten Freund an deiner Seite. Zumindest ist es bei mir so. Im Endeffekt sind wir alle wie eine Familie füreinander und sind alle für die anderen eigentlich da. Dieses familiäre Klima, das ist auch der Hauptgrund dafür, dass Clarissa im Job überhaupt am Ball geblieben ist. Aber mittlerweile ist ihr doch die eigentliche Arbeit wichtiger geworden. Dass ihre Arbeit als Promoterin anderen hilft und sie gleichzeitig auf dem eigenen Weg vorankommt. Aber warum hat sich das geändert? Weil ich vom Kopf her reifer geworden bin. Damals habe ich meine Prioritäten anders gesteckt. Klingt ganz nach Persönlichkeitsentwicklung. Und Marc Ganzhorn hat da wohl auch seinen Anteil dran. Die Frage ist, wie schafft man das als Teamleiter, diesen, sagen wir mal, Reifeprozess in die richtigen Bahnen zu lenken? Ja, man unternimmt halt mit den jungen Leuten des Öfteren mal was. Ist halt auch präsent, um das Familiäre irgendwo aufzupushen. Das halt da irgendwo, wie sagt man dazu, da fühlen sich die Leute halt auch irgendwo aufgehoben und anerkannt. Und man will ja nicht nur Geld verdienen, man will ja auch gucken, dass jeder das gerne tut und eine Freude daran. Ja, und im besten Fall stimmt beides. Die Freude an der Arbeit und die Bezahlung. So, ohne Bezahlung würde ich das nicht machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es ist wirklich so, dass die gute Tat dahinter wirklich da ist und dass die Bezahlung halt auch stimmt.
Wer sich für den Job interessiert, egal ob jung oder alt, der findet alle Infos auf promotionwelt.de. Clarissas Plan ist es jedenfalls, bei Promotionwelt früher oder später als Teamleiterin in die Fußstapfen von Marc Ganzhorn zu treten, der uns jetzt zum Schluss nochmal verrät, was denn angehende Promoterinnen und Promoter überhaupt mitbringen müssen, um im Job erfolgreich und auch glücklich zu werden. In erster Linie gute Laune, weil wenn man mit gutem Charakter und mit guter Laune ankommt, kann man den Rest lernen. Sympathie, wenn mir jemand unsympathisch ist, höre ich nicht zu. Und Teamgeist ist bei uns ganz groß geschrieben, sonst funktioniert es nicht.